Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Wir sind wieder im Hateno-Institut, ganz kurz, denn ich wurde freundlich darauf hingewiesen, dass wir noch 3 Schrauben besitzen und darüber hinaus auch noch 3 Federn. Die Federn kann ich hier, glaube ich, nicht abgeben, aber die Schrauben, die sollte ich für irgendetwas abgeben können. So, welches Modul möchten wir verbessern? Da weiß ich jetzt natürlich nicht, was wir wozu benötigen. Ich glaube, fürs Bombenmodul, das hatten wir nicht. Erstmal ein Chica-Sensor. 3 antike Schrauben, die haben wir, ja. Gut, dann sagen wir halt ein Kachika. Von mir aus. Leitsteinsperre aufgehoben. Packen wir es an. Vielen Dank auch da für den Tipp. Immer gerne in die Kommentare mit den Tipps. Also... gegen Tipps habe ich definitiv nichts. Mal schauen, was sich jetzt verbessert. Der Chica-Sensor Plus. Der verbesserte Sensor findet auch Objekte außer Schreinen. Er schlägt aus, wenn du dich dem Objekt näherst. Geh in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind. Oh ne, aber es wird doch jetzt nicht bei jedem Objekt passieren, oder? Das würde so eine Sache rausnehmen, die ich bei Zelda sehr, sehr mag. Nämlich, dass du die Welt komplett frei erkunden kannst und so auf so gut wie nichts hingewiesen wirst, ja. Genauso. Das Leitsteinchen hat auch alles gegeben. Oh, ein Chica-Sensor Plus. Zeig ihn mir. Also zeig doch bitte später Simon mal den Chica-Sensor Plus. Machen wir doch direkt mal. Guten Tag. Endlich hast du den Chica-Sensor Plus. Der sollte sehr praktisch sein. Laut der einschlägigen Literatur kannst du damit nach Objekten suchen, die du mit dem Fotomodul aufgenommen hast. Ah, okay, gut. Aber das ist alles graue Theorie. Probieren geht über Studieren. Also mal sehen. Könntest du zuerst den Glutling hinter dem Institut mit Hilfe des Fotomoduls aufnehmen? Gut, tun wir das mal. Hier ist vor dem Institut und hier haben wir... das ist eine Eidechse. Moment mal. Dich fotografiere ich auch gerade mal. Okay, und wir kriegen Tagebucheinträge dazu. Aha. Ah, ich muss einfach nur nehmen drücken. Oh Gott, die ist weg. Okay, das ging schnell. Moment, welche Farbe hat denn der Dingens? Spurtling oder was war das? Haben wir nicht schon mal einen Pilz eingesammelt? Könnte es sein, dass ich den vorhandenen Pilz schon eingesammelt habe? Schauen wir nochmal hinten hier. Unter den Bäumen. Sorry, aber irgendwie finde ich da nichts. Ja, hast du ein Foto deines Glutlings aufgenommen? Noch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, wächst direkt hinter dem Institut ein Glutling. Wenn du den Glutling aus Versehen eingesteckt hast, leg ihn einfach irgendwo hin und fotografiere ihn danach. Ah, okay, gut. Ausdauerling. Schleichling. Hyrule-Pilz. Glutling. In die Hand. Ablegen und... so, Fotomodul. Sehr schön. Und wieder einsammeln. Hast du ein Foto des Glutlings aufgenommen? Jawohl. Lass mich mal sehen. Du scheinst den Glutling fotografiert zu haben. Vielen Dank. Öffne danach einfach das Hyrule-Handbuch und registriere das Foto des Glutlings. Dann kann der Chica-Sensor Plus dir Glutlinge in deiner Nähe anzeigen. Da auf dem Tisch liegt ein kleines Traktat. Wie bitte? Ich habe das Wort nicht falsch vorgelesen. Da steht
irgendwas auf jeden Fall, über seine Verwendung. Lies es am besten kurz mal durch. Und wo du schon so ein schönes Foto gemacht hast, bringst du mir 3 Glutlinge. Im Expa-Wald nördlich von hier müssten welche wachsen. Suche sie mit dem Chica-Sensor Plus. Oder ich gebe sie dir einfach so. So. Der Chica-Sensor Plus ist eine erweiterte Form. Mit seiner Hilfe kann man alles suchen, was im Hyrule-Handbuch eingetragen ist. Karte, Chica-Sensor und dann eines der Fotos auswählen und als Suchobjekt wählen. Auf diese Weise führt der Chica-Sensor Plus den Nutzer mit Tönen zum registrierten Objekt. Gut. Ja gut, das ist eingängig. So, wir haben tatsächlich schon 3. Sehr gerne. Vielen Dank. Hier, ich möchte mich erkenntlich zeigen. Maxi-Trüffel mal 3. Seltener Pilz, der nur auf gutem Mutterboden wächst. Er besitzt ein starkes Aroma und hat als Kochzutat die Eigenschaft, Herzen über das Maximum hinauszufüllen. Was hältst du von der Verbindung von Hyrule Handbuch und Sensor Plus? Wenn du wieder Schreine suchen willst, wähle in deiner Karte. Ja, ja, das ist schon klar. Ach ja, und ich wollte noch wegen einer anderen Sache mit dir sprechen. Wenn du etwas Zeit hast, sag mir Bescheid. Ja, rede doch. Ich habe einen Tipp für dich, der Musik in deinen Ohren sein sollte, Link. Ich kann dafür sorgen, dass dein Chica-Sensor Plus mehr Dinge finden kann. Hallo, du darfst ruhig ein wenig überrascht sein. Nun, vielleicht sollte ich es etwas genauer erklären. Während meiner Forschung habe ich bemerkt, dass unser Leitstein alte Fotos enthält. Wenn wir diese Fotos extrahieren und deinem Hyrule-Handbuch hinzufügen, dann hast du es viel einfacher, mit dem Chica-Sensor Plus nach Dingen zu suchen. Wie einfacher? Na, einfacher halt. Ist dir vielleicht noch gar nicht klar, wie praktisch der Chica-Sensor Plus ist? In Verbindung mit dem Hyrule-Handbuch kannst du nun nach allem suchen, wovon du ein Foto registriert hast. Und mit Hilfe unseres Leitsteins können wir deinem Hyrule-Handbuch fehlende Fotos hinzufügen. So findest du bald jede gewünschte Zutat im Handumdrehen. Das könnte auf deiner Reise recht hilfreich sein, oder? Soll ich es noch einmal erklären? Oh Gott, nee, passt schon. Gut, dann setz am besten sofort deinen Chica-Stein in den Leitstein ein. Dich das süße Leitsteinchen einfach so benutzen zu lassen, kommt mir irgendwie falsch vor, aber andererseits bin ich auch sehr gespannt, was passieren wird. Deshalb wollen wir mal eine Ausnahme machen. Ja, dann sei doch einfach still. Also dann, dürfte ich um deinen Chica-Stein bitten? Nur kurz, ja klar. Dann schalten wir mal schnell den Leitstein ein. Ah, da haben wir die Chili-Pilze. Wahrscheinlich gewisse Standardsachen, die man so überall einfach finden kann, benötigen könnte. Gut, vielen Dank. War hilfreich. Oh, das ist ja... Es scheint, als hätte das Hyrule-Handbuch verlorenes Wissen zurückerlangt. Das Foto aus dem Leitstein wurde in dein Hyrule-Handbuch übertragen. Das geht bei jedem Bild nur einmal. Denk dran, bevor du Bilder mit deinen eigenen Fotos überschreibst. Die restlichen Lücken kannst du füllen, indem du mit dem Fotomodul Bilder aufnimmst oder mit Hilfe eines Leitsteins. Das nächste Mal, wenn du Leitsteinchen benutzen willst, musst du aber dafür bezahlen. Damit unterstützt du unser Institut. Die Chefin hat gesprochen. Hast du noch was, oder was kann ich für dich tun? Fotos hinzufügen? Ach, das ist alles für Kohle, oder was? Ja, gut. Dann war es ja tatsächlich wortwörtlich so gemeint. Ja, ist eine komische Art von den Leuten, die uns eigentlich als Auserwählten auch kennen, uns so zu behandeln. Denn, Leute, wir sind auf Rettungsmission. Alle verfügbaren Ressourcen müssten uns eigentlich zur Verfügung gestellt werden. Die Leute müssten ausrasten vor Freude und sagen, hey, Link ist da, er wird diese Welt befreien. Ganz einfach, so ist die Sache, ja. Ich möchte zwar nicht sagen, dass wir irgendwie der Kern der Welt sind, aber wir sind halt der Kern der Welt, zumindest im Spiel.
Gut, dann würde ich sagen... Okay, Kakariko, da ist auf jeden Fall schon die Nebenmission, die Hauptmission markiert. Und auf zu unserem treuen Ross. Ja, wo ich ein bisschen die Befürchtung hatte gerade, war, dass eventuell halt jetzt alle Objekte irgendwie auf der Karte markiert werden und sowas. Das wäre halt ein bisschen ärgerlich gewesen, weil ich feiere Zelda deswegen so sehr auch, weil du alles selbst entdecken musst. Du hast nicht irgendwie großartig... Oh Gott, das wird knapp. Na, mal gucken, wie wir uns runterplumpsen lassen können. Oder auch nicht. Oh oh, schnell weg hier. Ist das die richtige Richtung? Ja, das ist die richtige Richtung. Ich finde es halt toll, dass du die gesamte Gegend eigens erkunden kannst und dass du dann nicht irgendwie großartig... Ja, ihr wisst, wie ich es meine, in verschiedenen Open-World-Games, da kriegst du halt permanent irgendwelche Symbole und hier hast du eine Nebenaufgabe und da kannst du was machen und du fährst irgendwie am Ende in Far Cry, wo ein doofer Dingens herrscht, so ein Diktator, da fährst du am Ende einfach rennen und das fühlt sich nicht richtig an, finde ich. Und hier hast du halt, ja, gefühlt nur wichtige Aufgaben, du entdeckst alles selbst und nach erschließt sich dir die Welt. Und genau so sollte es auch, finde ich, sein. Was ist denn hier los mit der Reisenden? Ich will gegrillten Lachs. Das ist doch wieder so eine, oder? Und außerdem das Leben des Helden, ja. So, ich wusste es doch. Ich glaube vor allem dasselbe Model wurde hier immer für verwendet. So, komm her. Dich machen wir fertig mit einem ganz normalen Soldatenschwert. Der Typ da hinten, hilft er mir? Nein, der rennt natürlich weg. Autsch, das hat weh getan. Es wäre eventuell echt ganz gut, wenn wir hier einige Schreine hier... Autsch! Ich habe mich geblockt. So, tschüss, mein Lieber. Boah, das war knapp. Kopfsammler, schon wieder so eine Waffe. Irgendwas gab es hier noch zum Aufheben, glaube ich. Ich finde auch, das Items konsumieren ist ein wenig stressig. So ein bisschen das Final Fantasy 15 Ding. Hey, 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 falsche Taste gedrückt, verdammt. Sei gegrüßt, junger Wanderer. Ich bin Belis, der Schatzjäger. Sicher hast du von mir gehört. Nein, ganz weit im Norden, an der Nordspitze von Akala, wohnt ein Mann, der Teile von Wächtern kauft. Dank ihm geht mir die Arbeit als Schatzjäger nie aus. Hey, du. Bist du an Wächterteilen interessiert? Jawohl. Was gefällt dir hiervon am besten? Gut, die Schraube haben wir schon... Wobei, können wir den Sensor noch weiter verbessern? Das wäre jetzt die Frage. Ansonsten, es ist sehr teuer alles. Kann ich dir noch was anderes anbieten? Ich verkaufe dir was. Was können wir verkaufen? Ach, ist schon alles okay. Na dann, adieu. Ja, ich hätte ihm meine Hose verkaufen können, aber... Eventuell brauchen wir nochmal eine zweite. So, ansonsten reiten wir jetzt mal nach Kakariko.
Wir müssen auch nicht immer einen Halt machen. Dann reden wir mit einem Passanten halt mal nicht. Schade, da konnten wir nur kochen. Ich dachte, da wäre irgendwas Besonderes nochmal. Immer ruhig bleiben, Kleiner. Da links sind wieder welche auf der Lauer. Die Schnellreise werde ich immer wieder verwenden, aber auch nicht immer. Manchmal genießt man schon ganz gerne die Welt. Oh. Juhu, es gibt was zu essen. Geflügel. Es geschah vor etwa einem Jahr. Ich wanderte entlang dieser Wege, als plötzlich am Himmel ein Licht erschien. Es stammte von einem leuchtenden Objekt, dessen Anblick mich vor Schreck erstarren ließ. Im nächsten Moment war ich von hellem Licht umgeben und als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem Bett. Das ist doch auch wieder so ein Fieser, oder? Was meinst du? Es ist nur, vor kurzem war mir so, als riefe jemand meinen Namen. Als ich daraufhin meine Augen öffnete, der erzählt unsere Geschichte nach. Da lag ich auf einer Art Bett in einem sonst leeren Raum, den ich noch nie zuvor gesehen hatte und in der einen Ecke stand ein merkwürdig leuchtender Apparat und als ich ihn berührte, mich überkam dieses seltsame, doch vertraute Gefühl. Als ich wieder zu mir kam, war ich hier. Was hältst du davon? Na, klingt das bekannt, Recke der Heilianer? Dein Ende ist gekommen! So, wenn du das wirklich meinst, dann ist dir nicht mehr zu helfen. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Schleichglöckchen. So. Es wird weiter fotografiert. Ach, die Daten werden erst erfasst, wenn ich Bilder speichere. Okay. So, hier kann ich mal die Fackel weg. Oder ich kann es einfach so aufheben. Cool. Immer die Leute, die einem was Böses wollen, ne? Ist unfassbar. Ah, da hinten. Auch hier, danke für den Tipp, dass ich hier einfach ein Bombenmodul benutzen könnte. Um mir meine Waffen zu schonen. Immer wenn man einen falschen Befehl ausruft. Kurz tätscheln. So, mein Lieber. Deine Rasseln werden wir bald wieder füllen. Mit den Krogsamen. So, und wir sind, glaube ich, ganz kurz vor dem Dorf Kakariko. Aber was mich interessiert, was passiert, wenn ich mich mit meinem Pferd hier rüber teleportiere? Ach, ich kann mich gar nicht hier rüber teleportieren. Okay, gut. Brokkoller, da muss ich immer wieder an Brokkoli denken. Frag mich nicht warum.
Ich bin immer noch am Überlegen, was genau mir diese Metallkiste hier vermitteln soll. Die kann doch nicht einfach so dastehen. Oder die Spieledesigner dachten sich, hey, genau an der Stelle, da wird ja ohnehin fast jeder Spieler vorbeilaufen. Oder jeder. Da setzen wir einfach ganz sinnlos so einen Kasten hin. Und die Leute werden verzweifeln. Die werden sich denken, hey, was soll das? Sorry, Kleiner. Was haben wir da denn? Nein! Da oben hätten wir was. Das können wir abschießen. Oh nein. Jawohl, ein Huhn. So, ich weiß, hier ist ein Schrein in der Nähe, aber ich weiß nicht, ob wir den gemacht hatten oder nicht. Oh, hier geht's ja noch hoch. Ein Schrein. Ich glaube, hier war das Piepen, als ich das dann ausgestellt hatte. Gut, dann gehen wir nochmal hier in den Schrein rein. Und schauen mal, ob wir uns bewähren können. Ob du dich bewähren konntest, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja. Die ursprüngliche Sendung war ein bisschen eine andere. Ja. Aber... kannst ja trotzdem mal singen. So. Ach du liebes bisschen. Taronis Lehre. Weiche Angriffe mit einem Sprung zur Seite aus. Genau, das würde ich jetzt mal wissen, wie man zur Seite springt. Okay. Ja, gut. Das wäre ein Tipp gewesen, den ich echt häufig mal benötigt hätte. Moment, erst Loot, dann Kampf. Goshin-Schild. Alter Schwede, das ist cool. So, schmeißen wir mal dieses Schrottige, was sowieso schon kaputt ist, weg. Okay, es ist wirklich ein Sprung. Ich dachte, es wäre dann eine Rolle oder so. Na, ich muss wahrscheinlich erstmal ausweichen und dann kann ich ihn angreifen. Cool. Ja, damit wird das Kämpfen natürlich sehr viel leichter, ne? Weiche den Angriffen mit einem Sprung nach hinten aus. Gut, dann werde ich jetzt nicht so hammermäßig draufkloppen, damit ich meine Waffen nicht zerbreche. Oh, ja, zu spät. Es ist schon passiert. Pariere zum richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Oh je, das ist so eine Sache, die kann man auch in Dark Souls verwenden. Das hat aber gepasst. Die habe ich aber nie wirklich verwendet. So, du kannst Kraft sammeln und einen aufgeladenen Schlag ausführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Oh nein. Achso, ich dachte, jetzt kommen mehrere. Ein Wächterschwert. Geil.
Du hast alle Lektionen gemeistert. Setz deinen Weg fort. Ja, ja, lass mich aber kurz die Teile doch einsammeln. Okay, gut. Ja, das wäre auch zu blöd, wenn die uns jetzt direkt rausschmeißen. Und ein antikes Zahnrad. Hammermäßige Sache. Da haben wir ja noch was. Das ist ja nett. Ein Raum, wo direkt zwei Schatztruhen sind. Das Zanshin-Kurzschwert. Okay, cool. Da haben wir definitiv Platz für. Da schmeißen wir einfach die Fackel raus. Elegant und tödlich. Bei der Herstellung soll angeblich antike Technologie verwendet worden sein. Ja, dass es hier in dem Raum auf uns wartet, würde dafür sprechen. So, ansonsten rüsten wir das Soldatschwert aus, damit wir hier später die coolen Waffen auch noch wirklich parat haben. Sehr schön, und noch ein bisschen was an Edelmaterial. So, Prüfung bestanden. Ich möchte mein Abzeichen, bitte. Du hast die Prüfung der Stärke gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Danke. Diese Soundeffekte zwischendurch sind super. Nur was mir so ein bisschen fehlt, wäre hin und wieder mal einsetzende Musik, wenn man in der offenen Welt ist. Das hat mir in Final Fantasy XV unfassbar gut gefallen, weil da der Soundtrack super war. Und Zelda ist jetzt auch nicht unbedingt für schlechte Soundtracks bekannt, sondern ganz im Gegenteil. Und deswegen hätte ich mir da tatsächlich gewünscht, dass man hier durchaus, ja, man möchte ein neues Kapitel aufschlagen mit Breath of the Wild, aber man hätte neben neuen Songs auch alte Titel nochmal neu interpretieren können und hätte das alles hier einspielen können. Ich rede jetzt auch nicht davon, dass man irgendwie permanent einfach von irgendwelcher Musik hier... Oh je, Mine. Ja, ich rede nicht davon, dass man irgendwie permanent hier von Musik beschallt werden sollte, von rechts und links, aber es wäre halt schon ganz schön im Hintergrund. So wie jetzt gerade. Das geschieht mir persönlich zu selten. Ein Huhn, das zwei Schwerthiebe aushält. Wahrscheinlich kann man es einfach nicht töten. Aber so in der offenen Welt, da würde es mir schon gefallen, hin und wieder sowas zu hören. Final Fantasy, da gab es unfassbar geile Musik, wirklich. Also der 15er hat viele positive, viele negative Punkte, aber... Die Musik ist wirklich über jeden Zweifel erhaben. Die ist einfach nur grandios. Na sowas. Bist du auch ein Reisender? Mein Herz schlägt für die Malerei, musst du wissen. Auf der Suche nach schönen Landschaften reise ich durch die Welt. Und nur unter uns, hier bei diesem Dorf, soll irgendwo eine Quelle einer großen Fee sein. Die muss ich sehen. Diese mysteriöse Quelle soll nicht nur wunderschön sein, sondern auch geheimnisvolle Kräfte verleihen. Meine Nachforschungen haben mich zu einer Stelle geführt, an der sie sein könnte. Aber das war's auch, die Quelle selbst konnte ich nicht finden. Du als ebenfalls Reisender kennst doch sicher das Gefühl, wenn man die perfekte Aussicht gefunden hat, oder? Ja, ich verstehe das. Das habe ich mir doch gleich gedacht. Als ich dich gesehen habe, war mir klar, dass du Schönheit zu schätzen weißt. Ey, danke! Deswegen gucke ich auch den ganzen Tag in den Spiegel. Ich habe die ungefähre Lage der Quelle der großen Fee ausgeknobelt, aber gefunden habe ich sie leider nicht. Ich wollte gerade noch einmal mein Glück versuchen. Könntest du mich begleiten? Das wäre toll. Auf diese Antwort hatte ich gehofft. Mir nach. Ach, wir möchten direkt jetzt weiter, oder was? Mal ganz kurz die Karte aufgerufen, weil mich eine Sache wirklich brennend interessiert. Turm der Zwillingsberge, genau, und hier war unser Startgebiet. Schrein des Lebens und hier etwa, bei den Ruinen, da haben wir hier die ganze Vorgeschichte mitbekommen und da konnten wir unsere Zeichen der Bewährung ja in Power-Ups investieren, also mehr Herzen, mehr Ausdauer und so.
Jetzt frage ich mich natürlich, okay, wie schaut's aus? Könnte man jetzt... Okay, da sind wir gerade hergekommen. Wie schaut's aus? Wo könnte ich jetzt die ganzen Zeichen verwenden? Und es wäre so eine Sache, die ich mir vielleicht auch im Lösungsbuch mal anschaue. Einfach, damit man... Wenn man das Ganze ein bisschen beschleunigen kann und so. Ah, hier ging es ja noch weiter hoch. Okay. Ich gehe mal ein bisschen voraus. Könnte eine blöde Idee sein, aber nicht schlimm. Oh, die Echse. Was ist das denn Cooles? Ausdauerschrecke. Diese Heuschrecke kann den ganzen Tag herumspringen, ohne müde zu werden. Mit Monsterzutaten gekocht, gibt sie eine Medizin, die die Ausdauer regeneriert. Wo ist er denn jetzt hin? Einfach stehen geblieben, oder was? Ich bin so müde. Bergsteigen kann, ist nichts für mich. Ich kann nicht mehr weiter. Die Quelle der großen Fee soll irgendwo hinter diesem Schrein sein, heißt es. Aber hier geht mir die Puste aus. Wenn du die Quelle findest, vergiss nicht, mir ein Bild davon anzufertigen. So, Bergsteigen ist aber für uns was. Oh, was haben wir hier? Verrostete Hellebarde, auch die fotografieren wir mal. Gut, speichern, aber das kann man im Nachhinein alles ja noch löschen. Gut, und jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Besonderes finden. Epona kommt wohl nicht. Ja, gut, ist auch nicht so schlimm. Mit einem Amiibo kann man Epona, auch das wurde mir in den Comments mitgeteilt, rufen. Also das richtige Epona-Pferd, aber... Ja, ich habe leider keine Amiibos. Gibt es die überhaupt noch für die Nintendo Switch? Also kann man die da verwenden? Bin ohnehin nicht so ein Riesenfreund von Amiibos. Ich bin der Meinung, okay, wenn du ein Spiel spielen willst und wenn du das Spiel in seiner Gänze, Hülle und Fülle genießen möchtest, dann solltest du das auch können und solltest dir nicht eine Figur noch zusätzlich zulegen, damit du irgendwelche Inhalte freischaltest. Das ist natürlich ein netter Effekt, aber... Oh, bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Schleichglöckchen, wie schön ist das denn hier? Also wirklich, wie schön ist es hier oben, bitte? Das ist ja mal Hammer. Was haben wir da? Irgendwas, das wir nicht mehr markieren können. Aber schaut doch mal. Oh Leute, dieser Anblick vermittelt auch eines. Nämlich, dass es hier so unendlich viel noch zu entdecken gibt. Ich sehe hier jetzt schon drei Türme. Und ich sehe hier vier Türme schon. Und noch ein fünfter kommt hier dazu. Und der sechste, den haben wir schon entdeckt, aber... Alter Falter, ist die Welt groß. Prinzessin Enzian. Dies soll die Lieblingsblume der Prinzessin von Hyrule gewesen sein. Man hielt sie für ausgestorben, doch in den letzten Jahren wurden wieder ein paar Exemplare gefunden. Ja, was können wir mit denen anfangen? Ah, das ist wieder nur ein Schleichglöckchen. Da haben wir eins. Na. Und aufheben. Ich find's halt auch cool, dass man hier verschiedene... Nee, löschen. Dass man hier verschiedene Objekte finden kann, indem man einfach hier rumguckt. Leider gibt es nicht genügend Markierungen, glaube ich, damit wir hier alles festhalten können.
Aber ich kann mir hier einen Stempel hinsetzen. Ändern. Theoretisch könnte ich jeden Stempel hier hin tun. Ich mach mal einen Stern drauf. So, und beim Rest, da weiß ich jetzt nicht, wo das in etwa wäre. Was haben wir da eigentlich Cooles? Die Pilze, die sehen ja mega crazy aus. Kurz mal hier ins Tagebuch geschaut. Die legendäre Feenquelle. Du sollst Kangis ein Bild der Quelle zeigen. Hallöchen. Wo genau soll das denn etwa sein? Er meinte ja, Bergsteigen sei nicht so sein, deswegen dachte ich dort, aber hier eventuell im Wald. Könnte das auch sein? Und was ist das denn bitte? Junger Mann, bitte höre mich an, aber gern. Ich bin die große Fee Kotura. Hier war früher eine wunderschöne Quelle, doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich selbst, ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche doch nur 100. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Oh mein Gott, boah. Oh Gott, das kam plötzlich. Nun, wenn du Rubine hast, dann gib sie mir schnell. Um meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich 100. Bitte sehr. Oh, das ist ja aber nett gewesen. Einfach so weggegriffen. Danke, mein Retter. Ah, meine Kraft. Ich hoffe, ich habe nichts Schlechtes gemacht. Was für ein Gefühl, nach all der Zeit endlich wieder frische Luft. Ich schulde dir was. Dank dir habe ich meine Kraft wieder erlangt. Mal sehen, wie ich mich revanchieren kann. Ah, ich weiß, ich könnte deine Kleidung verstärken. Ich brauche nur das passende Material. Das Verstärken selbst mache ich umsonst. Sollen wir es mal versuchen? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein wenig zu verstärken. Ja, bitte. So, was soll sie verstärken? Ah, okay, gut. Das ist ja super, ne? Ja, das Kletterkopftuch, bitte. Sie will sich die Arbeit nicht umsonst machen. Ja, wir sind uns sicher. Und los. Hey, ich muss wirklich sagen, sie wirkt für mich so unfassbar spooky, wirklich. Und fertig. Damit bist du jetzt ein wenig stärker als zuvor. Manche Kleidungsstücke erhalten nach dem Verstärken einen Bonus. Doch dafür musst du auch das ganze Set tragen. Soll ich noch etwas anderes verstärken? Ja, das ist super, dass sie das macht. Oh, hier weiß ich nicht, was... Also wissen wir nicht, was wir benötigen würden. Aber die Heilia-Hose geht. Ich muss aber da... Also wirklich, ich finde sie spooky, weil... Habt jemand von euch Attack on Titan gesehen? Ich finde, sie wirkt wie einer von den Titans. Ist wirklich so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm wieder, wenn du neue Kleidung oder Materialien hast oder wenn du meinen Schwestern geholfen hast. Bis später. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die ist ja so strange. Ah, du bist es. Sei gegrüßt. Soll ich deine Kleidung verstärken? Nanu, was ist das?
Du hast keine Kleidung, die ich verstärken könnte. Aber gut, ein Blick kann ja nicht schaden. Zeig doch mal, was du hast. In Ordnung. Gut, vielen, vielen Dank. Gehst du schon? Dann bin ich wohl wieder allein. Bis später. Aber sie ist nett. So viel kann man feststellen. Und hier ist auch wieder die Musik vorhanden. Super. Ach du liebes Bisschen, es hat sich definitiv gelohnt, hier nochmal zu suchen. Also wir haben einen unfassbar schönen Ausblick oben gehabt. Und ich sehe gerade, die Folge ist mega lang. Eieiei. Ich würde sie so gern einmal sehen. Ich habe sie gefunden. Ja, gefunden. Verstehe, verstehe. Wie bitte? Ist das dein Ernst? Hast du auch ein Bild von diesem Ort? Ja, dann zeig's mir mal bitte. Bam, da hast du's. Das ist jetzt die Quelle der großen Fee. Sie ist wirklich schön, aber ich hatte sie mir irgendwie mystischer und eleganter vorgestellt. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du für mich danach gesucht hast. Würde mich gerne revanchieren, aber ich habe nichts Passendes bei mir. Ich hab's. Du suchst doch sicherlich auch ab und zu bestimmte Orte. Ich habe auf meinen Reisen ganz Hyrule gesehen. Kann ich dir auch sicher ein bisschen weiterhelfen. Da weiß ich was. Nur was genau, das weiß ich noch nicht. Das weiß nur Link. Ah, okay, gut. Ein großes Tor und dahinter verschneite Berge. Ach, das kenne ich. Wenn du von diesem Dorf aus eine Weile nach Osten gehst, findest du einen solchen Berg. Er heißt Ranellspitze. An seinem Fuße liegt das Nydra-Schneefeld. Westlich davon müsste das Tor stehen. Was für ein Glück, dass ich den Ort erkannt habe, was? Ich hoffe, das hilft dir weiter. Gut, 100 Rubine für 2 Rüstungsverbesserungen war eigentlich schon an sich lohnenswert genug, grundlegend. Wer bist du denn hier? Mama versteckt sich, aber ich finde sie. Nicht, oder ich finde sie? Ach, aber ich finde sie. Okay, gut. Ja, Optimismus muss auch mal sein. Und genauso optimistisch schauen wir auf die nächste Folge. Ja, das war heute wirklich ein sehr, sehr geiles Abenteuer, wirklich. Wir haben sehr viel entdeckt. Cool, und wir können direkt auf unser Pferd springen mit unserem Segel. Wie geil ist das denn? Also Leute, es gibt keinen Grund, die nächsten Folgen nicht auch zu schauen. Beziehungsweise es gibt keinen Grund, die nächsten Folgen zu verpassen, sagen wir es so. Dann sprechen wir wieder hier mit Impa. Und ja, bis dahin bedanke ich mich vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Haut rein!